Ja, weiter geht's. So, ich habe jetzt hier einen Epoxy. Der sieht zwar ziemlich dickflüssig aus, ist er aber nicht. Also ich habe den schon extrem verdünnt und habe jetzt schon mal angefangen. Da könnt ihr das sehen, da kriegt das auch schon eine schöne Struktur. Na, und jetzt tun wir mal kurz mal, dass ihr das seht. Machen wir das mal alles noch fertig und dann Ergebnis. Fertig mit Epoxy. Einwandfrei. Als Korrosionsvorsorge erledigt. Hier habe ich jetzt schon mal noch Gaserie dicht drauf gemacht. Da kommt dann aber noch mal richtig Gaserie. Dichtmasse zum Pinseln. Ach, dort auch. Und dann gesagt, wird das noch von unten her mit Seilfett behandelt. Das ist auch erledigt. Ja, Kollegen, so sieht das aus. Aushärten lassen und dann Epoxy drauf. Ach, Epoxy. Raptor. Und da ist gut. Na dann. Heute machen wir den MIPA Protector. Stoßstangen, alle vorbereitet. Dann der Grill und das kleine Teil oben, wo die Spritzdüse dran ist. Das schauen wir mal so hier, das wird schon irgendwie so gehen. Eines vorweg, die Stoßstangenplaste braucht man nicht schleifen, die Oberfläche ist eh schon ziemlich rau, aber mindestens dreimal, da ich habe so einen Reiniger tonnenweise, mindestens dreimal säubern, also einen Durchgang mit Reiniger komplett abwischen, dann warten, dann das zweite Mal. Und dann das dritte Mal. Das müsst ihr so lange machen, bis in dem Reinigungstuch, also in so einer Reinigungsrolle, bis da einfach kein Schwarz mehr drin ist oder nur noch wenig. Sonst wird das nicht funktionieren. Wir sehen jetzt nochmal vorher die Stoßstangen gerade hier mit diesen Kratzern. Also ich denke mal, das sollte eigentlich der MIPA alles schön überdecken. Die sollten dann relativ fast wie neu wieder aussehen. Gut, gehen wir mal mischen. So, haben wir unseren Protektor. Ja. 750 Milli plus 250 Milli härter. Würde ich aber nur wahrscheinlich durch so eine Pistole größtenteils durchkriegen. Wir wollen ja aber, oder ich möchte eine halbwegs feine Struktur. Deswegen lacke ich das mit einer 2.0er Düse. Muss das also noch mit 2K Verdünner verdünnen. Und zwar laut Datenblatt 10-20%. Ich sage es mal so, dass ich aus dem Gefühl her weiß ich, dass es ja wie ein Lack sein sollte von der Konsistenz. Und mische mir das erstmal hier in den Becher ganz wenig rein und sehe mal, wie die sich das überhaupt verhält. Das sollte ich eigentlich, oder sagen wir so, das kann ich Ihnen empfehlen. Erstmal tun wir jetzt das, ich tue das nicht, ihr, den Protektor erst 2 Minuten schütteln. Dann nehme ich mal einen kleinen Schluck hier rein und gucke mal. Und danach, wenn das schön funktioniert, kommt der Härter komplett rein, wird wieder geschüttelt, plus die 10-20%. Na, wie gesagt, nach meinem Gefühl. Und dann in die Pistole und dann gehen wir zum Transporter rüber und machen unten die Kante und nach der Kante ist dann Stoßstangen dran. Die Stoßstangen habe ich mich deswegen dazu entschieden, weil 750 Milli, das tue ich niemals verbraten drüben auf den zwei Seiten, auf den schmalen Streifen. Das kann gar nicht. Also deswegen habe ich gesagt, da kann ich gleich die Stoßstange mitmachen. Sehen sie erstmal wieder schick aus und wie gesagt, der Kunde freut sich auch wieder drüber. Sonst würde ich die Flasche, wenn der Härter immer drin ist, also drin und dann kann man es nicht mehr verwenden. Gut, schütteln und dann geht's weiter. Okay, so. Wie gesagt, ich habe jetzt mal ein bisschen reingemacht und Verdünner dazu.
Und man sieht, ja, also funktioniert, ist auch schön dünn jetzt, so wie ich das haben will. Also mischen jetzt. Ich muss eins anmerken jetzt noch, der Härter, der ist wirklich sehr, sehr dünn, der ist wie Wasser fast. Vielleicht brauchen wir hier gar nicht mal Verdünner reinmachen. Das werden wir gleich mal sehen. Wenn wir jetzt geschüttelt haben, gucken wir mal, wie da die Konsistenz ist. So, Protektor ist fertig gemischt. Nee, nicht du. 2-0er Düse drin. Und dann machen wir jetzt mal einen Probesprühgang und dann geht's los.
Stoßstange auch fertig. Mit Mipa. Ja, sind alles wie neu. Auch nicht schlecht. Naja. Und die noch. Und das lassen wir jetzt mal schön abtrocknen. Da sollte das noch ein bisschen matt werden, weil so glänzen werden sie nicht bleiben. Ich habe noch die Maske auf, deswegen sind das so blöder. Ja. Oh, ist ganz gut das Zeug. So, Pistole sauber machen. Weiter geht's. So sieht das Ergebnis aus. MIPA Protektor mit einer Zweierdüse verdünnt. Also keine grobe Struktur jetzt. Das wollte man eigentlich auch nicht. Ich jetzt jedenfalls nicht. Auf alle Fälle ist ja alles geschützt. Oh. Da auch. Supi. Ja, hier auch schön. Türe vorsichtig zu machen. Naja, so sieht das aus. Stoßstangen gehen wir jetzt auch gleich nochmal. Ja, ich dachte eigentlich, dass mein kleiner Kompressor das reicht oder schafft für den MIPA, aber nee. Da musste ich jetzt erstmal einen großen ranholen, sonst wäre das nichts geworden. So, Anlage läuft noch. Gucken wir mal. Krasse Sache. Kein Sprühnebel drin, nichts. So, das ist schon getrocknet. Sehr, sehr schön. Die auch. Ja, alle Steindinger habe ich nie weggekriegt. Aber das sieht richtig gut aus. So, die Stoßstange. Die sieht auch gut aus, die trocknet noch. Da habe ich gleich dreimal drauf gehauen. Das ist gut. Schön. So, dann ist jetzt morgen Lackieren vom Bus. So, tolle Jungs und Mädels. Vorbereitet zum Lackieren des Ziegelsteins. So, hier habe ich bloß ein Problem. Ich habe zwar nach links und rechts Platz, aber noch nicht nach hinten. Tja, das heißt jetzt für mich, erstmal hier ringsrum einnebeln, wo blau werden soll. Da wird ja nicht komplett innen drinne blau gemacht. Dann muss ich sehen, dass ich die Kanten hier innen drinne genebelt kriege. Der ganzen Heckklappe und dann Klappe zu. Dann wird Klappe genebelt. Genau, Heckklappe gemacht. Und danach entweder fange ich die Seite an, oben Dach. Ist ja nur der Streifen, ne? Also ist nie das ganze Dach, sondern ist nur dieser Bogen jetzt hier das Stück, was blau wird. Der Rest vom Dach, der bleibt weiß. Dass ich das bis durchziehe, erstmal auf der Seite und dann mal sehen, die Seite dann anfangen oder die andere. Na, werden wir sehen. Schauen wir mal. Ist auf alle Fälle eine ganz schöne Abkleberei, ne? Vorbehandelt ist alles, also mit Reiniger und dann nochmal mit Silikonentferner gemacht. Und dann können wir jetzt mal die Farbe draufhauen. Dann geht's mal los. Ich weiß nicht, ob ich das filmen kann, weil die Anlage jetzt, Absauganlage, die ist zwar wirklich sehr gut, aber es entsteht, wie in jeder Lackierkabine, entsteht Sprühnebel. So, und ich will mir nicht hier das teure Handy versauen. Aufhören zwischendurch kann ich aber ohne, weil ich muss, wenn man immer lackieren tut, durchziehen. Also werde ich das wahrscheinlich nicht filmen können. Das ist, oh, hier, was ist denn das? Das ist schlecht. Na?
Also ich werde es so machen, ihr seht es jetzt, und wenn ich dann fertig bin, dann mache ich dann nochmal einen Anhang vom Ergebnis. Gut, dann geht's mal los. Oh, gehen wir mal gucken. Dreiviertel Stunde ist rum, sollte eigentlich abgesaugt sein, alles. Ja, ist raus. Kann man ausmachen. So. Endergebnis von hinten. Motorhaube. Die Codys. Seite oben. Hier unten habe ich jetzt schon Dings abgezogen. Hat seinen Grund. Sonst klebt nämlich hier der Streifen, wenn man den jetzt dran lassen würde und würde jetzt die Farbe abziehen, den Streifen abziehen, kann es passieren, wenn es ausgehärtet ist, dass man den Lack mit runterzieht. Und deswegen lieber gleich die abgeklebten Stellen, wenn sie ein bisschen angetrocknet ist, schon gleich abziehen. Sonst habt ihr dann mal eine Kante wie eine Briefmarke. Ja. Das ist übrigens hier kein Weiß oder was, das ist das Seidenmatt, was so glänzt. Ja, wenn ich jetzt weitergehen tue, kommt das auch so. Tja, was mich mal interessiert, also ich habe das so in anderen Videos mal gesehen, die haben die immer nur von außen lackiert. So, der war ja auch weiß. Wenn ich jetzt hier aber die Tür aufmachen tue und ich hätte das jetzt nicht innen drinne blau gemacht, wäre das ja weiß. Oder das hier wäre ja auch alles weiß. Ich frage mich, wie das aussieht bei den anderen. Das ist aber das Merkwürdige, die machen alle nicht die Türen auf. Die zeigen nur das fertig lackierte Auto von draußen. So, und das war's. Oh, scheiß Klebestreifen. Das ist komisch. Das ist echt komisch. Naja, gut. Oh, hier habe ich ein bisschen blaut. Ja, ist nicht schlimm. Also das Teil noch. Beifahrertür. So, jetzt muss ich mal gucken, ob ich das sehe. Ah, hier. Seht ihr? Eine kleine Nase. Verdammte Axt. Aber sonst ist der eigentlich wirklich richtig schicki geworden. Na, hier, das brauche ich jetzt noch nie abziehen. Klebescheiße. Schön. Gucken wir mal, wenn er zusammengebaut ist, wie er dann aussieht. Aber da brauche ich, glaube ich, kein Video machen. Ja, wieder einer geschafft. Leute, danke fürs Gucken. Bis zum nächsten Video. Ja, guckst noch dort, wo die Beule drin war, ist nichts zu sehen. Geilo. So, wie gesagt, danke fürs Gucken. Tschüss. Zweckgerechte Lösung zu bewältigen wäre. Vorwärts immer, rückwärts nimmer.